Wunderbar, vielen Dank für die freundliche Vorstellung. Ja, wenn man im Leben auf vielen Baustellen unterwegs ist, dann ist das so. Und generative KI und Urheberrecht, darum geht es heute, insbesondere Urheberrecht. Wir sprechen über unterschiedliche Dinge, was rechtliche Anforderungen von generativer KI betrifft. Und es ist immer bei diesen Themen ganz passend, mit einem aktuellen Aufmacher anzufangen. Es hat sich gerade erst die EU auf eine Verordnung geeinigt, den AI Act. Da geht es um unterschiedliche Ausprägungen von KI, also nicht nur generative KI, über die wir ja heute sprechen, sondern auch geht es auch um Fragestellungen wie Predictive Policing oder biometrische Gesichtserkennung und solche Dinge. Aber auch zur generativen KI und den Tools, die wir alle kennen und über die wir heute sprechen, gibt es eine interessante Regelung, nämlich eine Transparenzvorgabe, wonach diese Anbieter Transparenz darüber walten lassen müssen, wie sich die Trainingsdaten zusammensetzen. Wird interessant, wie das denn genau aussehen wird. Angaben über die Genauigkeit der Quellen, soll verhindern, dass man Verzerrungen hat oder dass man von außen die Möglichkeit hat, das soll es ermöglichen, rechtliche Schritte einzuleiten. Wie immer bei solchen neuen Vorschriften wird sich dann zeigen, wie sich das in der Praxis, was es in der Praxis bewirkt und wie es in der Praxis umsetzbar ist. Vielleicht auch, wie es eventuell im schlimmeren Fall dann schwerer gemacht wird, dass solche Anbieter hier in der EU entstehen können. Gibt es schon unterschiedliche Stimmen dazu, die da schon Sorgen dazu haben. Das ist für uns heute vielleicht nicht so interessant. Was aber interessant ist, ist, wie ist es eigentlich mit den Trainingsdaten oder mit den Modellen, die gebildet werden, die Large Language Models und sowas, wie setzen die sich eigentlich zusammen, woraus bestehen die eigentlich? Und tatsächlich gibt es ja nicht überall Transparenz darüber. Ich habe aber mal geguckt, es gibt zum Beispiel dieses Modell von Meta, hier noch in der ersten Version Llama, dieses Large Language Model, das man verwenden kann, das man auch selbst einsetzen kann. Und dort gibt es eine Publikation darüber, woraus sich das so zusammensetzt. Gibt es insbesondere, kann man da reingucken und sieht, okay, da ist so in der Mitte so ein bisschen Wikipedia-Inhalte drin. Dann sind Bücher drin. Wenn man genauer nachliest, sieht man auch, dass aus dem Projekt Gutenberg also ganz viele gemeinfreie Bücher, bei denen die Urheberrechte schon abgelaufen sind oder erloschen sind, dass die mit in diesem Large Language Model eingeflossen sind. Aber auch der sogenannte Common Crawl. Und Common Crawl ist ein Datensatz aus ganz, ganz vielen unterschiedlichen oder ganz Milliarden von Webseiten und Inhalten im Netz. Und da ist eigentlich die Frage, was ist eigentlich mit dieser Information, die in diesen Inhalten steckt, ist die eigentlich frei? Ja, Information ist frei, Fakten sind frei, Erkenntnisse sind frei. Das ist nichts, was das Urheberrecht irgendwie schützt oder mit einem Ausschließlichkeitsrecht belegt oder sowas, dass man sagen könnte, das ist meine Information, die darf niemand anderes verwenden, meine Erkenntnis darf niemand anderes verwenden. Wenn es später um Wissenschaftskodizes geht und sowas, wo es dann darum geht, dass man eine fremde Erkenntnis auch als solche kennzeichnet, ist das nochmal was anderes. Aber erstmal die Frage, ob in solchen Datensätzen fremde Werke, oder Informationen aus fremden Werken enthalten sein dürfen, ist eigentlich relativ klar, nämlich ja. Die Fragestellung allerdings ist damit nicht beendet. Also wir sehen ja nochmal eine Zahl, ganz viele Milliarden von Pages, wie es jetzt hier heißt beispielsweise. Die Fragestellung ist damit allerdings noch nicht ganz am Ende aus Sicht des Urheberrechts. Wir können ja beobachten, dass jetzt eine von mehreren Meldungen herausgegriffen, dass viele Autorinnen und Autoren dagegen Sturm laufen, dass ihre Werke in diesen Modellen sich finden. Insbesondere dann auch deshalb, weil sich etwas damit machen lässt, nämlich man kann beispielsweise, sich auswählen und sagen, okay, kreiere mir bitte im Stil dieser Comedian einen Text, den sie hätte geschrieben haben können. Und dann kommen da manchmal erstaunliche Ergebnisse heraus und viele stören sich daran, was erstmal menschlich erstmal nachvollziehbar ist. Die Frage ist, wie positioniert sich das Urheberrecht dazu? Also Informationen, Erkenntnisse, Fakten sind frei. Stil ist auch frei. Stilelemente, Stilmittel. Oder der Stil einer Person, der Stil einer, in dem Fall jetzt einer Kabarettistin oder sowas, auch frei. Nichts, was geschützt ist. Was geschützt ist, sind die jeweiligen konkreten
Werke, also die jeweiligen konkreten Reden beispielsweise oder Musikstücke oder Bilder oder Texte, die sind geschützt. Aber die Information, die darin enthalten ist, nicht. Wie kann man jetzt trotzdem dagegen vorgehen, wenn man sagt, naja, in diesen Modellen sind jetzt vielleicht gar nicht mehr die Werke enthalten? Klammer auf, technisch ist es ja nicht immer ganz transparent und aus meiner Sicht ist es durchaus vielleicht auch unterschiedlich. Vielleicht in Modellen, die wissen oder aus denen sich Bilder generieren lassen, sind ja die ursprünglichen Bilder oft gar nicht mehr enthalten. Bei Texten sieht es vielleicht anders aus, vielleicht ist es von Modell zu Modell unterschiedlich. Was ist jetzt also der Angriffspunkt, wenn wir mal davon ausgehen, dass in diesen Modellen am Ende nicht mehr Bilddaten oder die Bilder, die man für das Bilden dieses Modells herangezogen hat, enthalten sind? Dass das Urheberrecht im Ausgangspunkt relativ strikt, dann nämlich, wenn es um eine Vervielfältigung geht, also um eine Kopie. Und wenn ich jetzt irgendwie Seiten aus dem Netz crawle und Inhalte aus dem Netz crawle und damit eben auch Texte, Bilder, Musikstücke und so weiter und so fort, dann sagt das Urheberrecht erstmal, das ist eine Kopie. Und jede Kopie braucht eine Erlaubnis. Und eine Erlaubnis, wo steht die? Also entweder holt man sie sich individuell, was natürlich bei Milliarden von Website-Daten nicht funktioniert, oder Websites, in denen alle möglichen Arten an Werken stecken, oder ein Gesetz sagt, dass das erlaubt ist. So, und dieses Gesetz habe ich jetzt hier an die Wand geworfen. Das ist die sogenannte urheberrechtliche Nutzungserlaubnis oder auch Schranke für das Text- und Data-Mining, das sogenannte. Also so eine Machine-Learning-Erlaubnis, die eben besagt, hat die EU vor einigen Jahren gesagt, ja, wir wollen das hier stark machen, wir wollen, dass das erlaubt ist, dass das geht und dass man ganz, ganz viele Werke oder ganz, ganz viele Inhalte im Netz unter anderem einsammeln kann, wozu dann auch geschützte Bilder und Texte gehören, um daraus, wie es hier heißt, Informationen über Muster, Trends und Korrelationen zu gewinnen. Und das ist das, und das ist jetzt die große, große Frage und umstritten und auch in diesen Gerichtsprozessen wird das gerade ausgehandelt, ob das Bilden von Sprachmodellen beispielsweise dazu zählt. Ich würde sagen, ziemlich klar ja, auf jeden Fall, auch in kommerziellen Bereichen ist das erlaubt, also man darf erstmal das Netz crawlen, um dann solche Modelle zu bilden. Unter bestimmten Voraussetzungen. Man muss dafür sorgen, dass beispielsweise Texte und Bilder am Ende nicht mehr in diesen Modellen drin sind, aber die Information und Erkenntnis, die man daraus gewonnen hat, schon. Ist auch nur sinnvoll, weil, wie gesagt, das Urheberrecht schützt ja nicht die Information, die irgendwo drinsteckt in einem Text beispielsweise, sondern nur die konkrete Gestalt und die konkrete Form, in der diese Information steht. Und welche Form auch immer, ne? Sei es Text oder Bild oder Komposition oder Video oder Film, was auch immer. So, damit sind wir aber auch noch nicht am Ende. Also gut, wie gesagt, es werden ja offenbar Gerichtsprozesse geführt, deswegen scheint diese Frage nicht ganz klar zu sein. Es ist aber jetzt hier die Regelung, die auf eine EU-Regulierung zurückgeht, die erstmal sagt, das geht, also würde ich auch sagen, relativ klar. In den USA ist es anders, da gibt es die sogenannte Fair-Use-Regelung, die fragt im Urheberrecht nämlich danach, okay, ist etwas in gesamtgesellschaftlichen Nutzen und dann wägt man ab und schaut auf der anderen Seite, wie sehr schränkt das die Verwertbarkeit des Werkes ein und dann kommt man irgendwann zum Ergebnis und sagt, okay, das fällt unter Fair-Use, also so eine allgemeine Regelung, die dann sehr flexibel gehalten ist und die sich dann immer anguckt, okay, ist etwas fair und muss der Urheber, die Urheberin, sich also das eben dulden, weil das gesamtgesellschaftliche Interesse daran größer ist. Hier haben wir eben diese spezifische Fragestellung Text- und Data Mining, Machine Learning Erlaubnis. Wenn man jetzt in den Gesetzestext reinguckt, müssen Sie nicht, ich zeige Ihnen aber trotzdem hier, da ist in dem letzten Absatz, Absatz 3, steht hier, diese Nutzungen, also diese Kopien, also das Netzcrawlen, sind nur zulässig, wenn man sich das nicht vorbehalten hat, also wenn man nicht auf einen Nutzungsvorbehalt, auf einen sogenannten Nutzungsvorbehalt stößt, der dann in maschinenlesbarer Form erklärt sein muss. Was das genau heißt, ist auch umstritten, aber naja, wenn jemand eine Webseite betreibt und sagt, okay, ich möchte aber nicht, dass solche Crawler oder dass hier ChatGPT beispielsweise die meine Werke einsammelt, um das hier zu machen, dann müsste nach diesem Gesetz das beachtet werden. Also ist wieder eine Relativierung von dieser eigentlich erstmal weitgehenden Erlaubnis, dass das geht. Zumindest im kommerziellen Bereich müssen kommerzielle Anbieter dann das beachten. So, ja, und jetzt ist die Frage, okay, wie sieht es denn aus so im Bereich des wissenschaftlichen Publizierens? Es ist ja vielleicht noch nachvollziehbar, wenn man den Werkschutz nach Urheberrecht hat, also von Texten und Fotos und so weiter, weil das ja bewirken soll, dass man einen Text oder ein Bild zu einem Wirtschaftsgut macht, ja, also Nutzungsrechte verkaufen kann.
Da würde ich sagen, da greifen ja andere Logiken, da ist das ja auch noch verständlich zu sagen, okay, wir wollen vielleicht das einschränken. In der Wissenschaft sieht es meines Erachtens aber anders aus, da geht es ja irgendwie nicht um die Verwertbarkeit, also zumindest jetzt wäre jetzt mein Ideal, nicht um die Verwertbarkeit von Werken, sondern um das Zirkulieren von Erkenntnis. Und insofern kann man sich natürlich jetzt die Frage stellen, wäre denn so ein Nutzungsvorbehalt, den man ja setzen kann, mit ja, Wissenschaftsethik, um es jetzt mal ganz hoch zu hängen, irgendwie vereinbar? Oder könnte man es sich konkreter angucken unter dem Gesichtspunkt des Begriffs Open Access? Was heißt der eigentlich? Hier schon eine ältere Begriffsdefinition, die ja schon 20 Jahre alt ist. Bedeutet eben unter anderem, dass man Veröffentlichungen in jedem beliebigen digitalen Medium für jeden verantwortbaren Zweck, wie es hier heißt, so zur Verfügung stellt, dass sie kopiert werden können, genutzt werden können, verbreitet werden können, übertragen werden können, öffentlich wiedergegeben werden können, dass sie bearbeitet werden können. Sofern die Urheberschaft korrekt angegeben wird, kann man jetzt diskutieren und sagen, wäre jetzt mal meine Meinung dazu, Open und Open Access heißt auf jeden Fall, dass man nicht solche Nutzungsvorbehalte erklärt. Zum Thema Open Access lässt sich ja noch sagen, dass wenn wir Publikationen haben, die wir unter eine freie Lizenz stellen, also das so bewirken wir dann Open Access, also genau das, was hier gewollt ist, was wir gerade gesehen haben mit der freien Nachnutzbarkeit von Werken, die wir in der Wissenschaft zur Verfügung stellen und publizieren, dann tun wir das ja in erster Linie oder müssen uns ja zum Urheberrecht und zu unserem Urheberrecht verhalten, machen das mit freien Lizenzen. Das kennen Sie vermutlich. Meistens werden die Creative Commons Lizenzen dazu eingesetzt. Das heißt, wenn Sie einen Inhalt finden, einen Aufsatz finden beispielsweise, der unter einer CC-Lizenz steht, wo drauf steht CC BY, dann dürfen Sie den frei kopieren, ohne dafür ein Nutzungsentgelt zu zahlen. Sie dürfen den frei weitergeben, Sie dürfen den auch bearbeiten, beispielsweise übersetzen. Unter der Voraussetzung, unter der Bedingung, dass Sie dabei die Urheberschaft eben auch benennen und dass dieser Lizenzhinweis nicht verloren geht. Und jetzt ist die Frage, wie verhält sich eigentlich die Creative Commons Lizenz, eine Creative Commons Lizenz, also eine freie Lizenz an einem Inhalt zu diesen gesetzlichen Vorschriften oder zu diesen gesetzlichen Erlaubnissen im Bereich des Machine Learning. Es ist so, dass diese gesetzlichen Erlaubnisse auf jeden Fall immer vorgehen. Das heißt, wenn etwas gesetzlich erlaubt ist und in einem Gesetz steht, dass etwas erlaubt ist, kann man das nicht einfach auch durch eine Lizenz irgendwie beschränken. Hier nochmal ganz allgemein, so Urheberrecht nochmal ganz rausgezoomt im Kontext der freien Lizenzen, mit denen wir uns ja im Bereich von Open Access auch befassen. Wenn ich ein Werk schaffe, gilt erstmal alle Rechte vorbehalten. Was sind Werke? Werke sind persönliche geistige Schöpfungen. Alles, was irgendwie nicht nur reinen Formalkriterien folgt und nicht nur ganz alltäglich ist, sondern naja, schon ein paar Sätze, ein bisschen Prosa-Formulierung oder sowas können geschütztes Werk sein. Und dann gilt, wenn ich das zur Verfügung stelle und nichts dazu erkläre, alle Rechte vorbehalten. Kann ich aber auch sagen, manche Rechte vorbehalten, wenn ich will, dass etwas nachgenutzt wird, so sagen wir mal aus dem Ideal der Openness oder aus dem Gedanken der Openness heraus, Open Access Gedanken heraus, kann man sagen, ja gut, das stelle ich zur Verfügung und hefte da eine freie Lizenz dran, in dem Fall eine Creative Commons Lizenz und sage, ja, es geht das meiste, nur muss mein Name genannt werden beispielsweise. Und dann gibt es noch die Situation, die auch häufig, die im Grunde genommen sogar der gesetzliche Normalfall ist, das ist die Gemeinfreiheit, also alles, was eben nicht urheberrechtlich geschützt ist. Und darunter kann man Unterschiedliches fassen, da wiederholen wir uns jetzt, nämlich einmal alles, was nie ein Urheberrecht genossen hat, weil es Erkenntnis, Fakten, Stile sind beispielsweise, oder alles, woran die Urheberrechte erloschen sind. Ne? Wenn Urheberinnen und Urheber über 70 Jahre tot sind, dann sind die Werke gemeinfrei. Und man darf sie frei verwenden. Und alles, wo man selbst sagt, wo man selbst sagt, okay, ich möchte, dass mein Werk bedingungslos genutzt werden kann, kann man das auch mit so einer Erklärung machen. Das ist jetzt hier dieses CC0. Das ist im Grunde genommen so eine Art Gemeinfreiheit. Also dann gilt im Grunde kein Urheberrecht mehr. Man kann zwar keine Urheberrechte aufgeben, weil es ein starkes, auch so moralisches Band von Urheber, Urheberin zu seinem oder ihrem Werk gibt, aber das bewirkt im Grunde genommen das. Und jetzt ist die Frage, wie das eigentlich ist im Bereich generativer KI. Wie ist es denn da? Vielleicht kurze Frage so in die Runde. Sind rein KI-generierte Werke
nach Urheberrecht geschützt? Okay, da werden die Köpfe geschüttelt, das ist schon mal gut. Und das ist auch richtig so. Wie sieht es denn mit Folgendem hier aus? Kann man diesen Fall bilden? Beziehungsweise der Fall ist auch echt. Hier gibt es ganz viele, also hier wurden Comicbilder genommen oder Comicbilder KI generiert. In diesem Comic hier. Und dennoch wurde aber dem gesamten Comic ein Urheberrecht zugesprochen. Und woran liegt das jetzt? Die Einzelbilder sind zwar frei, sind zwar gemeinfrei und eben frei von Urheberrechten, weil sie rein KI generiert sind. Aber die Anordnung oder die Geschichte, die man mit diesen Bildern erzählt, da kann man sagen, okay, dann ist halt diese Geschichte als Gesamtes und damit dieses Comic als Gesamtes nach Urheberrecht geschützt als Werk. Im Grunde genommen aber überhaupt gar keine Besonderheit. Sie können auch einfach gemeinfreie Bilder nehmen, die, naja, weil sie halt schon 200 Jahre alt sind oder sowas und die kreativ anordnen. Das ist also eigentlich keine Besonderheit und im Grunde genommen wird hier eine Regelung angewandt, die man auch früher genauso angewandt hätte. Dennoch gilt ganz klar, Werke im Sinne des Urheberrechts sind nur persönliche geistige Schöpfungen, also alles, was vor allem eben menschengemacht ist. Es gibt ein paar Einzelbereiche, wo es auch mal sein kann, dass etwas KI-generiertes urheberrechtlich geschützt sein kann. Da wird es dann aber ein bisschen spezieller. Ganz klar ist aber jedenfalls bei Texten und Abbildungen kein Schutz. Ist erstmal klar, beziehungsweise ich gaukel Ihnen jetzt da irgendwie eine Einfachheit vor, die aber so nicht existiert, denn die Realität ist ja meistens eher oder häufig, dass ein Zusammenspiel oder dass es zu einer Interaktion kommt von Mensch und Maschine, sagen wir es mal so. Und das sieht man ganz gut beispielsweise an dem sogenannten Stealthy Time Traveler, der sich immer wieder in den historischen Kontext mit irgendwelchen berühmten Persönlichkeiten setzt. Na, versuchen wir es nochmal. Nee, scheint nicht zu gehen. Gut, passt auch so. Sie können es auch hier schon sehen. In dem Fall, wenn auch hier nicht im Bild zu sehen, es gibt eine zweite Hälfte des Bildes, da wird er gerade von Muhammad Ali geboxt und das ist tatsächlich hier dieser Selfie Time Traveler da rechts und Sie können hier sehen, er beschreibt in diesem Video, wie er am Anfang einen Skizzenprompt setzt, sich dann was ausgeben lässt, was erst auch sehr viel rudimentärer aussieht als das, was in der Mitte zu sehen ist. Und nach 7 Stunden sieht das Bild eben so aus, also er promptet wieder zurück, er verändert das Bild mit Photoshop, verändert die Farben, die Bildkomposition, alles Mögliche und landet dann eben nach 17 Stunden Arbeit bei diesem Bild da rechts. Und wenn Sie sich das anschauen, sehen Sie ganz klar, okay, das ist schon ein eigener kreativer Beitrag, der hier so groß ist, dass auch ein Urheberrecht greift und ein Urheberrecht, dass dieses Bild dann eben auch urheberrechtlich geschützt ist. Damit stellt sich vielleicht auch die Frage, wie man das eigentlich von außen beurteilen kann, weil man sieht es ja vielleicht nicht unbedingt von außen, ob jetzt ein Text rein KI generiert ist oder menschengemacht und ja, kann man sich dann vor Gericht stellen. Also ich bin jetzt nicht vor Gericht, aber man kann sich überlegen, wie man das dann löst, also wie das ein Gericht lösen würde. Aktuell würde man vermutlich noch sagen, es gibt eine Vermutung dafür, dass Werke auch tatsächlich durch Menschen geschaffen sind, aber vielleicht bröckelt ja diese Vermutung irgendwann, je mehr KI-generierte Werke wir haben und auch je besser sie werden. Teilweise sind die Qualitätssprünge da ja schon wöchentlich zu verzeichnen. Dann könnte man sich überlegen, naja, wie kann ich das denn später beweisen, wenn es mal zum Problem wird? Kann man, wie der Stealthy Time Traveler das in diesem ausführlichen Video getan hat, das dokumentieren, könnte man später beweisen, dass der menschliche eigene Beitrag so groß ist und so kreativ war, dass man nicht von einem rein KI-generierten Werk ausgehen muss. Jetzt kommen wir wieder so ein bisschen zurück auf die Praxis und auf die Open Access Praxis und auf die Frage, wie man eigentlich KI-Output, das ist jetzt ein bisschen ein Hands-on-Thema, lizenziert. Also wenn wir jetzt überlegen, wir wollen irgendwas publizieren und wollen am Ende, dass der Inhalt oder das Material, der Text, was auch immer, was wir publizieren möchten, dass der frei nachgenutzt werden kann, verwirklichen wir das ja in der Regel eben mit den freien Lizenzen. Und ja, die Frage ist, wie macht man es im Kontext von KI? Da gibt es einmal den reinen KI-Output, ich habe jetzt mal so drei Fallgruppen gebildet, dann den Mix aus KI-generierten Werken und KI-generiertem und menschengemachten Inhalten. Und dann gibt es KI-generierten, menschlich veränderten Output. Das wäre jetzt der letzte Fall von gerade eben mit dem Stealthy Time Traveler, wo ein Urheberrecht greift. Im Fall 1 rein KI-generierter Output, also sagen wir mal, ich lasse mir einen Text mit dem Prompt, was ist die Klimakrise, ausgeben und dann
möchte ich diesen Text freigeben, weil ich ihn irgendwie gut finde und irgendwie teilen. Und bin gleichzeitig, stehe gleichzeitig dem Ideal nahe, beziehungsweise komme dem ethischen Anspruch nach, das auch transparent zu machen. Dann würde man mit einem Hinweis arbeiten, einem Hinweis, dass das Public Domain ist und KI generiert, im Idealfall. Denn dann greift ja kein Urheberrecht. Dieser Hinweis signalisiert, okay, hier greift kein Urheberrecht und im Idealfall sagt man auch, dass es KI generiert ist. Bei dem Mix aus KI-generierten und menschengemachten Inhalten könnte man sich als Fallbeispiel überlegen, man erstellt eine Abbildung, irgendeine Illustration und schreibt einen eigenen Text und der Text ist menschengemacht und die Abbildung nicht. Dann kann man wieder direkt nah am Inhalt, an dem Bild diesen Hinweis setzen, KI-generiert, Public Domain und den Text als Gesamtes unter eine freie Lizenz stellen. Und im letzten Fall haben wir ja beim Stealthy Time Traveler gesehen, wenn die KI als Werkzeug nur noch ein Werkzeug ist und der menschliche Beitrag so sehr in den Vordergrund rückt, dann greift ein Urheberrecht und da würde man, wenn man sich jetzt überlegt, wie verwirkliche ich Open Access, dann würde ich das wieder unter eine CC-Lizenz stellen. Sie können das auch nachlesen, ich habe mich hier eine Einordnung, beziehungsweise, ja, wie gesagt, so ein bisschen so ein Hands-on-Thema zu der Frage Open Access und KI-generiertes, habe ich mich hier mal in dem Text versucht und diese Beispiele auch nochmal aufgezählt. Hier gibt es Fragen. Zwischenfrage: Warum würde man bei Beispiel 3 nicht auch einen Hinweis geben, dass man mit KI gearbeitet hat? Dazu kommen wir jetzt. Genau, dazu kommen wir jetzt. Sehr gut, dass Sie die Frage jetzt stellen. Aber da hinten gab es nochmal eine Meldung. Sehr gut. Ja. Genau, Sie müssen, aus urheberrechtlicher Sicht gibt es erstmal keine Pflicht, Transparenz darüber walten zu lassen, ob man was KI generiert hat oder nicht. Aber genau, Sie sind in der Dramaturgie, denken Sie genauso wie ich, weil jetzt kommt dieser Punkt, was ist eigentlich mit anderen Regularien, die jetzt außerhalb des Urheberrechts liegen? Und da denken wir jetzt an die gute wissenschaftliche Praxis, die ja dann in bestimmten Konstellationen auch verbindliche Regularien sind. Und die Frage, wie dann eigentlich damit umzugehen ist, und da gibt es eine aktuelle Stellungnahme der DFG, die gesagt hat, Transparenz muss man walten lassen und es geht ja um die Einhaltung wissenschaftlicher Integrität. Und da kommen wir dann auch gleich nochmal zu Punkt, was eigentlich ein Plagiat ist und was urheberrechtlich gesehen ein Plagiat wäre und was nach guter wissenschaftlicher Praxis ein Plagiat ist. Das sind zwei unterschiedliche Dinge, die manchmal aufeinander liegen, aber häufig eben auch nicht. Und was auch noch drin steht in dieser Stellungnahme ist, dass man kein fremdes geistiges Eigentum verletzt. Und dieser Punkt führt uns zur Frage, wie man eigentlich mit fremden Inhalten umgeht, wie man mit fremden Inhalten jetzt in dem Fall prompten darf. Darf ich das machen? Also darf ich einen fremden Inhalt nehmen, einen fremden Text beispielsweise, oder hier habe ich jetzt ein fremdes Gemälde genommen und den Prompt eingegeben, hier bei dem Generator Diffusion Bee. Make this painting look photorealistic, reproduce the motif as it is. Hat irgendwie nicht so ganz funktioniert, ich bin jetzt aber auch kein Prompt-Engineer, vielleicht habe ich auch einfach schlecht gepromptet. Oder vielleicht sehe ich was nicht, was eigentlich zu sehen ist. Ist ein Gemälde von Degas aus dem Jahr 1872, das heißt, das Gemälde ist gemeinfrei, ist also kein Problem, ich kann damit prompten. Ich kann auch etwas erzeugen, was auch immer es dann ist. Es ist kein Problem, weil das Ausgangswerk links ja gemeinfrei war. Wie wäre es jetzt, dieses Bild, beide Bilder sind nicht geschützt. Einmal, weil die Urheberrechte erloschen sind, einmal, weil keins entstanden ist, weil dieser Prompt, das ist einfach wirklich nur, können Sie hier sehen, ein so unspezifischer Steuerungsbefehl, dass das hier dabei rauskommt, stammt nicht aus meiner Feder. Ja? Deswegen kann man sagen, okay, ich habe die KI hat es generiert, ich habe dazu keinen kreativen Beitrag geleistet. Was wäre jetzt, wenn es sich um ein geschütztes Bild handeln würde? Dann würde es darauf ankommen, was beim Ergebnis dabei rauskommt. Also wenn tatsächlich eine Reproduktion rauskommt, die das Motiv enthält, könnte man sagen, aha, das ist irgendwie eine Bearbeitung des geschützten Bildes, dann hätte ich ein Problem oder dann müsste ich fragen, ob ich diese Bearbeitung teilen darf. Wenn allerdings wiederum das rauskommt und im Grunde genommen das vielleicht eher eine, wie auch immer, Verarbeitung, Interpretation des Bildes ist und in diesem generierten Bild sich das Ursprungsbild gar nicht widerspiegelt, wäre es wiederum kein Problem, weil ich kann im Privaten schon fremde Werke verwenden, um damit zu prompten. Das ist also schon möglich.
Also das Teilen des Bildes ist in jedem Fall erlaubt, wenn die Reproduktion nicht gelingt, wie sie hier eigentlich hätte gelingen sollen, weil das Ursprungswerk sich in dem neuen, in dem KI-generierten nicht wiederfindet. Ansonsten, wie ist es mit Prompten? Beim Prompten mit fremden Inhalten, unproblematisch sind so Sachen wie Zusammenfassungen, Bildbeschreibungen. Also ich gebe fremde Texte ein und sage, fass mir das bitte zusammen oder beschreib mir bitte dieses Bild. Oder generiere mir etwas im Stil von, weil Stile sind ja nicht geschützt, wie wir gelernt haben. Vorsichtig müsste man allerdings sein, wenn man sogenannte Outpaintings generiert. Diese Gedanken übrigens lassen sich dann auf unterschiedliche Konstellationen übertragen und verallgemeinern. Wenn man Outpaintings generiert, also beispielsweise ein Bild nimmt und sich den Rahmen malen lässt und das geschützte Bild dann eben im Ergebnis noch enthalten ist, genauso auch bei Inpaintings, also wenn man Gegenstände in ein Bild hineinmalt oder malen lässt, dann ist, weil das fremde Ursprungsbild noch enthalten ist in seinen wesentlichen Zügen, kann man das nicht einfach so frei verwenden. Es gibt noch mal ein paar Ausnahmen. Klar, es gibt zu allen Regeln irgendwie Ausnahmen. Es gibt auch sowas wie Memes und Pastiche und sowas. Ist dann in der Alltagskreativität, würde ich mal sagen, wiederum relevant. Aber ansonsten gilt das erstmal so als Regel. Fremde Werke, die im Output enthalten sind, da muss man vorsichtig sein. Übersetzungen wären genauso. Und was ist jetzt eigentlich mit den Plagiatstatbeständen nach Kriterien guter wissenschaftlicher Praxis beispielsweise? Also wenn wir jetzt fremde Inhalte als eigene deklarieren oder sowas oder gar nicht wissen, wo fremde Ideen oder ob etwas eine fremde Idee ist, weil es aus Feder von ChatGPT stammt oder so, dann kann man sagen, naja gut, das sind dann Regelwerke, die hier vielleicht zur Anwendung kommen, Plagiatstatbestände, die mit der urheberrechtlichen Situation nicht mehr so viel zu tun haben, aber eben diese ethischen Ansätze mit einbinden und von denen ist man natürlich nicht frei. Für dieses Thema bin ich auch kein Experte, aber das ist ja relativ klar, dass man von diesen Anforderungen nicht frei ist, fremde Gedanken, auch wenn ChatGPT sie nicht als fremd deklariert, eben nicht einfach so in der Publikation zu übernehmen oder in der Qualifikationsarbeit und so weiter und so fort. Okay, noch ein Thema, Datenschutz und generative KI. Ich habe mich jetzt vor allem mit dem Urheberrecht befasst, finde ich persönlich auch am spannendsten in dem Bereich, aber es gibt natürlich auch das Datenschutzrecht und da geht es auch darum, ob man eigentlich Trainingsdaten einfach so sammeln kann, weil häufig, sehr, sehr oft, wahrscheinlich in aller Regel, findet sich Personenbezug in dem, was man so im Netz einsammelt, sei es, weil es ein Gesicht auf einem Foto ist, ein Name in einem Text, alle möglichen Arten von personenbeziehbaren Informationen, aus denen sich Rückschluss auf eine Person ziehen lässt. Das kann ja wirklich alles sein. Und in diesem Fall muss man sich, wenn man so ein Trainingsmodell bildet, muss man sich die Frage stellen, ob man diese Trainingsdaten eigentlich sammeln darf. Auch hier würde ich sagen, ist es ziemlich klar, wann erlaubt das Datenschutzrecht sowas? Entweder man fragt wieder, so wie vorhin bei den fremden Werken, oder ein Gesetz sagt, dass es erlaubt ist. Jetzt Milliarden von Menschen zu fragen, ist offensichtlich nicht praktikabel. Deswegen ist man auf eine gesetzliche Regelung angewiesen. Das wären die sogenannten berechtigten Interessen, die man häufig heranziehen kann, die dann greifen dafür, dass man personenbezogene Daten auch einsammeln kann, um da Modelle draus zu bilden. Beispiel: Sie sammeln Millionen von Fotos im Netz, Urheberrecht ist geklärt, weil vorhin haben wir diese Machine Learning-Erlaubnis hier gesehen, das ist schon mal kein Problem, also die Rechte an den Fotos sind schon mal klar. Jetzt brauchen Sie sozusagen noch die Rechte an den Bildnissen, also an den Personen, die Sie dort sehen. Sie können die nicht einzeln fragen, Sie fragen, ob das nach berechtigtem Interesse erlaubt ist im Datenschutzrecht. Und zumal es ja auch darum geht, das Modell darauf zu trainieren, dass es lernt, wie die Physiognomie des menschlichen Gesichtes beispielsweise aussieht und nicht wie eine einzelne Person aussieht. Also das heißt, irgendwann geht auch mal der Personenbezug verloren. Alles das sind Kriterien, bei denen Sie sagen können, da greift eine gesetzliche Erlaubnis, das würde dann gehen. Dann gibt es noch eine andere Ebene des Datenschutzrechts und damit würde ich dann auch so langsam zum Ende kommen, nämlich wiederum die Ebene der Anwendung und die Frage, ob man personenbezogene Daten eigentlich als Input in solche Generatoren eingeben kann. Und da haben Sie auf jeden Fall dann ein Problem, wenn Sie, sagen wir mal, Sie machen irgendwie also Informationen aus Interviews oder irgendwie Gesundheitsdaten von Personen oder sowas. Ja? Da haben Sie auf jeden Fall ein Problem damit, das in diese Generatoren einzugeben. Das wird in aller Regel nicht möglich sein, außer Sie haben sich die Einwilligung dafür eingeholt von den Personen.
was man im Rahmen der Forschung ja machen könnte. Aber das geht einfach so. Wenn das nicht explizit von einer Einwilligung gedeckt ist, würde das nicht funktionieren, würde das nicht gehen. Weil was machen nämlich diese Generatoren? Also wir bleiben jetzt hier sehr allgemein, gucken uns nicht einzelne an, aber was ja schon vorkommt, ist, dass sie sagen, naja, wir schauen uns schon an, was du eingibst und wir lernen auch anhand deines Inputs und machen damit auch unseren Generator oder unser Modell schlauer. Und das wäre eine Konstellation, ein Szenario, in dem das Datenschutzrecht einen Riegel vorschieben kann. Es gibt von der Hamburgischen Datenschutzbehörde, wird häufig auf Vorträgen auch genannt, ich tue es auch, eine Checkliste, eine aktuelle zum, wie sie heißt, kontrollierten Umgang mit LLM, also Large Language Model Chatbots. Und die ist ganz gut, weil sie ganz knapp gehalten und praktikabel ist, hoffentlich praktikabel. In der Umsetzung wird es ja dann häufig schwierig. Ein paar Punkte kann man hier nochmal rausgreifen. Das ist im Grunde genommen eine Wiederholung. Wenn man personenbezogene Daten eingibt, dann sollte man das nur tun, wenn man sich um eine Einwilligung gekümmert hat. Und auch wenn personenbezogene Daten ausgegeben werden, muss man gucken, ob man das dann teilen darf. Ich würde es nicht so pauschal sagen, dass es gar nicht geht, weil, wie gesagt, kann ja auch Personen geben, die in der Öffentlichkeit stehen, die irgendwie im KI-Output dann Gegenstand sind, wo das erlaubt ist, wo das kein Problem ist. Aber man muss hier auf jeden Fall sehr vorsichtig sein. Gut, okay. Tja, dann rekapitulieren wir noch mal ein bisschen paraphrasieren noch mal so ein bisschen die Gedanken von vorhin. Ich würde sagen, das Urheberrecht ist kein passendes Instrument, um das Training von KI-Modellen zu verhindern. Die Entwicklung ist allerdings offen. Ich würde aber meinen, das wird mit sehr starker Tendenz nicht kommen. Also zu sagen, in irgendeinem Modell steckt mein Werk drin, ich habe deswegen keinen Job mehr, weil ich davor Stockfotos generiert habe oder sowas, gerade in der Pause auch über das Thema gesprochen. Das ist dann natürlich eine schlimme Folge, eine schlimme Konsequenz. Das Urheberrecht hat aber die ganz klare Aussage, Informationen, Erkenntnisse, Fakten, Stilmittel und sowas sind nicht geschützt. Deswegen wird das Urheberrecht hier nicht das passende Instrument sein, um das Training zu verhindern. Dann Autorschaft nach Urheberrecht und Wissenschafts- und nach Wissenschaftsregularien sind nicht dasselbe. Also das heißt, wenn Sie jetzt konkret nochmal auf Folien bezogen, wenn Sie jetzt einen Output haben oder einen Text haben, der kein fremdes Urheberrecht verletzt, kann es ja trotzdem ein Wissenschaftsplagiat sein. Ja. Das ist ja möglich, deswegen sind diese beiden Formen von Autorschaft auch auseinanderzuhalten. Gleichzeitig können Sie Autor oder Autorin im Sinne des Urheberrechts werden, also Urheberin oder Urheber werden, wenn, wie gesagt, die KI nur Werkzeug ist und Ihr kreativer Beitrag so stark im Vordergrund steht. In der Open Access Praxis ist die generative KI eine weitere Anforderung. Ich finde, sie ist aber relativ gut lösbar, wenn man sich an diesen Fallgruppen orientiert, die wir vorhin diskutiert haben. Ne? Man weiß, wann ist was gemeinfrei und nicht geschützt, dann weist man darauf hin. Und alles andere, wo man selbst so einen kreativen Beitrag geleistet hat, ist dann wiederum mit starker Tendenz nach Urheberrecht geschützt und man würde es dann frei lizenzieren, damit es Open Access auch tatsächlich wird. Und Vorsicht beim Teilen personenbezogener Daten Dritter beim Einsatz von Chatbots. Und damit sage ich Dankeschön.